Yo, wir sind wieder bei Deluxe Zoom. Mein Name ist Cinch. Wir sind hier gerade bei Illo de Shit im Treppenhaus. Wir werden jetzt gleich mal wecken, denn wir haben einen sehr, sehr langen Tag vor uns. Sprich, wir haben ein Fotoshooting mit Illo. Okay, dann gucke ich sehr freundlich. Das reicht nicht. Wir gehen ins Studio aufnehmen, wir treffen Emery. Ja. Wir treffen meinen Homeboy Rob Easy. Deluxe Zoom TV. Zoom, 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 de boom, boom. Und wir werden ja was aufnehmen. Ihr werdet einfach einen ganzen Tag eines Rappers heute erleben. Der Tag hat gerade begonnen. Ich hab mir seinen Schlüssel geangelt. Wir werden jetzt einfach mal in die Wohnung platzen und den jungen Mamis aus den Federn klopfen. Aufstehen, brauner Ort! Digga, du bist ja mies am Kuscheln hier, Alter. Was ist los? Ich mach ihn nicht kaputt. Was ist denn bei dir nicht los? Wie spät ist denn das? Digga, 10 Uhr. Digga, 10 Uhr. Boah, Alter, ich bin gerade schlafen gegangen, Alter. Was geht denn ab, Alter? Oh, Digga, ich hab übelst Kopfschmerzen. So wie du aussiehst, fühle ich mich, Digga. Der wird beschissen. Ja, wir waren gestern in der Schweiz. War ich mit Emery. Und Mixwell. Hat einen Auftritt in Frauenfeld. Sind mit Swiss Air in die Schweiz geflogen, nach Zürich. Und ich liebe die Schweiz. Schweiz ist richtig geil. Hatten richtig dämmen Auftritt da. War extrem voll. Frauenfeld geht extrem ab. Da waren so, weiß ich nicht, 2.500 Menschen. Im ganzen Dorf natürlich nur. Nicht beim Auftritt. Und. Ah, den Rest könnt ihr euch denken. So fahren ganz normale Menschen Fahrstuhl. Also nicht ich. Boah, Cinch, Alter. Du hast geschissen. Schnauze, Digga. Digga, das ist gemein, was er macht. Boah, Digga, das war gemein. Faul und spät. Wir sind also immer zu spät. Faul. Genau. Wo ist das genau? Das, ne? Die Manuela-Sitze? Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Unser Rap-Soldat. Da war das? Ja. Da. So, pass auf, wir gehen jetzt zu Deluxe Records rein. Ich habe ein paar Sachen zu klären, ein bisschen Business-Talk so mit Dennis und Susan ist heute nicht da, aber wir gehen einfach mal rein und dann sehen wir, was passiert. Vielleicht filmen wir ja was Tolles, was ihr euch angucken könnt, ihr wisst, wie wir es machen. Hier sitzen auch eine Menge tolle Leute, unser Grafiker. G-G-G-G-G-G-Auge! Na, sag mal was, George, Alter. Und hier haben wir gleich den nächsten Kandidaten, hier haben wir Blade, Alter. Aus Deutschland, von uns Alpha Tier. Frisch aus Köln eingeflogen, ja. Du weißt, was es ist, Alter. Ja, Mann. Ja. Hier läuft immer eine Mix Menge. Mix Records Deluxe Zoom. Guckt euch den an. Wenn nicht er, wer dann? Ja, was ist denn, ich meine? Und wenn nicht ich, so dann er. Weißt du? Ja, aber Blade, ja, hast du mal. Digga, der scheißt auf alles, fährt so rüber, so, Digga, mal da so ein YouTube. Ja, aber hast du mal gesehen, wie wenn er fährt, wenn er schnell fährt? Ja, Digga. Auch kaputt, ja. Er fährt mit 220, tut er so am Steuer, als ob er 10 fährt. Ah, da kommt eine Linkskurve. okay, doch. Nein, Blade. Blade fährt wie ein Auto, wie ein Mann. Wie ein Mann. Alles klar, das ist hier Rob Easy, a.k.a. Ausblock Rob. Hier haben wir die Deluxe Zoom TV. Zoom, 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 dele, boom, boom. Wir sind mitten im Straßenverkehr. Das andere wurde gestern Abend verkehrt, weißt du, wie ich meine? Also nichts ist verkehrt eigentlich. Das hier ist Rob Easy, man nennt ihn auch a.k.a. der, die das, Alter. Das ist der derbste a.k.a. Digga, für dich, Digga. Und wenn ich getrunken habe, dann sagt man auch noch wieso, weshalb, warum, Mann. Ihr wolltet immer wissen, was für ein Wagen ich fahre, weil mein Album zwischen S-Bahn und S-Klasse heißt. Komm mal rum. Ich fahre natürlich die alte S-Klasse, weißt du, wie ich meine? Die neue habe ich noch nicht, aber die alte habe ich. Okay?
Alter. Ey, Rob. Fahr mal los, Digga. Schnall dich mal an, Alter. Yes, den schnall ich nicht. Ne? Ja, aber ich kann mal bei der Schnalle da halten, Alter. So, mach das mal. Digga, gleich Fotoshooting, ne? In die Fotoschießerei wohnen, Digga. Ah, Digga, hier in NASA, so ein Fotograf, der ist zwar ganz gut, aber du kennst das ja, Fotoshooting, Alter, ist an sich nicht so unsere Geschichte, Alter. Man ist immer derbe genervt, aber muss man machen, so. Man weiß, man braucht ein paar schöne Bilder, weil man sieht sonst in Realität verdammt gut aus, weißt du, wie ich meine. Ganz ehrlich, wenn du ein paar schöne Bilder brauchst, musst du einfach nur ein paar Frauen fotografieren. Ja. Okay, wir sind jetzt hier im Fotostudio von NASA. Wir müssen ein bisschen ruhig sein, weil nebenan schießen ganz wichtige andere Stars noch Fotos. NASA rennt immer hin und her. Das ist ein kleiner Gefallen, den er mir hier tut, hier heute, so mich nebenbei zu fotografieren. Aber so ist das halt, ne? Wenn man gute Leute kennt, dann will man auch mit denen zusammenarbeiten. Also checkt das aus, Deluxe Zoom. Ihr wisst, wie es ist, das ist das Fotoshooting. Wir gehen gleich noch ein bisschen raus. Herzlich willkommen. Diese Scheiße hier ist easy, Mann. Wie sonntagmorgens aufstehen, in die Booth zu schreiten und einen Schritt in die Zukunft zu machen. Hala, yeah, illo the shit. Stinch, was geht ab, Homeboy? Hamburgs Finest. Yeah, wir sind zurück. Hör zu, yeah. So high. Aha. Und ich red nicht vom Kiffen, mein Freund. Yeah. Kack is back. Hör zu. Ja, ich will frei sein, tight reimen und hoch hinaus. Zurück nach Frankreich am Strand, wohne in einem großen Haus. Will was erreichen, was leisten, um mir mein Traum erfüllen. In der Sonne schwitzen, als würde ich gerade in der Sauna chillen. Will meine Mutter nach all den Jahren wieder lächeln sehen. Sie unterstützen und wissen, dass es ihr besser geht. Will mehr Zeit mit meinem kleinen Bruder verbringen, anstatt dass er so viel Zeit vor seinem Computer verbringt. Meine Zukunft bestimmen und sie selbst in die Hand nehmen. Nie mehr in meinem ganzen Leben mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich will nur ich sein, auf Beats rappen, mich mitteilen. Auf der Bühne frei fühlen wie Michael, der sich in Schritt greift. Will etwas Cash haben, nie wieder kein Cash haben. Nie mehr über Cash klagen, niemand mehr nach Cash fragen. Will immer mehr schreiben, will nach den Sternen greifen. Das Talent, das Gott mir gab, nutzen und es in Ehren halten. Das ist, was ich will, Mann. Genau das. Du weißt, was los ist, Inch. Liebe diesen Beat, Mann. Aha. Scheiß Deluxe. Eben ist noch ein Kollege gekommen, den ihr unbedingt kennenlernen müsst. Und zwar Emery, der ist jetzt hier am Start mit mir und mit dem ganzen Team, mit Cinchi zusammen. Also kommt mal mit, ich stelle euch die Jungs mal kurz vor. Hier, das ist Emery, den ihr unbedingt, den Namen solltet ihr euch merken, für die nahe Zukunft. Das hier ist Cinchi, den Namen kennt ihr wahrscheinlich, wenn nicht, dann kennt ihr ihn jetzt. Und Produzent aus Hamburg, der wahrscheinlich mit die besten Beats in Deutschland macht. Es ist, wie es ist. Und Emery, Sänger, auch aus Hamburg, das ist die Crew, so wir drei machen viel Musik miteinander. Ja, und später gehen wir ins Studio und dann werdet ihr sehen, wie wir einen Song recorden. Tu mir mal einen Gefallen. Ja? Weißt du, über den Verse, den ich jetzt gerappt habe, den zweiten, ist ja der zweite Verse, da sind immer so Lücken drin. Kannst du da diese Fillings reinmachen, die, über die wir mal gesprochen haben? Achso, die du vorhin meintest? Ja, also, dieses also, mit diesen, am Anfang Plus, weißt du, und ach so, ja, diese normal. Dinger die, einsetzen, weißt du, ach so, okay. Die Textzeilen, die ich dir dafür gegeben habe. Achso, okay, ja, normal, kein Ding. Okay. Das ist jetzt der Part, wo die rein müssen. Alles klar. Kriegst du hin, ne? Ja, normal. Danke. Bestens. Bombe! Bombe! Ja! So, konzentrierst du dich ein bisschen bitte? Yeah. Echt, okay. Nicht wie eben. Ja. Das finde ich geil. Sie die Männer am Ball. Dazu kommt, sie hat eine Menge Verstand. Süß im Blick fangen, sobald sie im Raum tritt. Ja. Männer starren ihr auf den Po und den Ausschnitt. Top. Okay. Lass checken. Ja. Okay. Ja, das war unser Studio. Emery habt ihr gesehen, Cinchi habt ihr gesehen, Rob habt ihr gesehen, mich. Und ich weiß nicht, was ihr noch alles gesehen habt, aber es wird auf jeden Fall Zeit, nach Hause zu gehen. Und deswegen begleite ich euch jetzt kurz raus und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf Deluxe Zoom, wenn nicht auf irgendwelchen Live-Shows und checkt mein Album ab. Ihr wisst, wie wir es machen. Deluxe Records.